Die 12-jährige Anna leidet an einer Seitausbiegung der Wirbelsäule, einer Skoliose. Morgen wird sie von Dr. Konstantinos Kavschitzas operiert. Der Arzt bespricht mit Anna und ihrer Mutter noch einmal die letzten Details vor der Operation. Das ist nichts anderes als eine Versteifung der Wirbelsäule in eine korrigierte Position. Ich möchte hier nur sagen, dass das Wort Versteifung natürlich problematisch ist. Wenn die Patientin bzw. wenn bei einer Skoliose die Wirbelsäule so weit rotiert ist, ist im Prinzip so fest in dieser Rotation, dass die Beweglichkeit auch eingeschränkt ist. Also mit einer Versteifung würden wir nicht noch mehr Bewegungseinschränkungen bringen. Mit dieser Stabilisierung hat die Patientin keine Einschränkungen, was ihr Leben betrifft. So kann Anna mit der Stabilisierung der Wirbelsäule später einen ganz normalen Beruf ergreifen oder sogar Sport machen. In 90% der Fälle wissen die Mediziner gar nicht, woher eine Skoliose bei einem Kind kommt. Auslöser bei Anna aber ist ein Gendefekt, der die Lungenkapazität einschränkt. Dieser Gendefekt aber geht auch einher mit anderen Gendefekten, vor allem was die Muskulatur angeht, die Ausbildung der Muskulatur. Und aufgrund dieser Dysbalance, also des fehlenden Gleichgewichts der Rückenmuskulatur, kommt es zu einer sogenannten Skoliose, die aber jetzt in diesem Fall nicht idiopathisch ist, also wir können schon ihre Ursache halt sehen. Wird bei einem Kind die Verkrümmung der Wirbelsäule diagnostiziert, ist es wichtig, dass die Ärzte die Veränderung genau im Auge behalten. Doch nicht immer muss sofort operiert werden. Wir haben das beobachtet, das ist im Verlauf schlechter geworden, dann haben wir eine Korsettbehandlung gemacht. Mit dem Korsett war die Patientin deutlich korrigiert. Allerdings ohne Korsett, und das muss man auch ganz klar sagen, dass Mädchen in diesem Alter, also zwischen 12 und 15, wollen kein Korsett tragen. Das ist, das liegt in der Natur der Sache, dass Mädels einfach dann eine andere Körperwahrnehmung haben wollen. Deswegen haben wir ohne Korsett gesehen, dass wir eine weitere Verschlimmerung der Skoliose, diese Seitausbiegung haben. Eine weitere Verschlimmerung der Skoliose würde heißen, dass die Patientin sehr früh in ihrem Leben Rückenschmerzen bekommt. Die Operation bei Anna wurde also nötig. Hierfür sind sie und ihre Mutter extra aus Oberbayern nach Lindenlohe angereist. Eine weitere Operation wird bei Anna aber nicht nötig sein. Eine physiotherapeutische Behandlung schließt sich an den Eingriff an.